In dieser kurzen Anleitung zeigen wir Ihnen, wie man Transaktionen mit Split-Tokens durchführen kann. Bitte beachten Sie, dass Sie Smart Coins in Ihrer Wallet haben müssen, um Transaktionen empfangen zu können. Öffnen Sie Ihre Wallet. Wählen Sie auf dem Hauptbildschirm Split und klicken Sie darauf. Um Tokens zu versenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Send. Geben Sie die Wallet-Adresse, an die Sie Tokens senden möchten, und den Transaktionsbetrag ein. Bestätigen Sie die Aktion. Auf dem Bildschirm sehen Sie dann die Meldung, dass die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wurde. Um Split-Tokens zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Receive. Auf dem sich öffnenden Bildschirm sehen Sie Ihre Wallet-Adresse, die Sie kopieren können, sowie die Adresse in Form eines QR-Codes. Sie können die Adresse und den QR-Code kopieren, indem Sie einfach darauf klicken. Sie können auch direkt die Anzahl der Tokens eingeben, die Sie erhalten möchten, und den QR-Code an die Person senden, von der Sie die Transaktion bekommen möchten. Wenn der Nutzer Ihren QR-Code scannt, wird der von Ihnen angeforderte Betrag sofort auf seinem Bildschirm angezeigt. Sie können sofort die Tokenanzahl angeben, die Sie erwarten, und den QR-Code an die Person übersenden, von der Sie den Betrag erhalten wollen. Sobald der Nutzer den QR-Code eingescannt hat, wird auf seinem Bildschirm der von Ihnen angefragte Betrag angezeigt. Wir erinnern daran, dass jede ausgehende Split-Token-Transaktion, auch wenn das nur ein Split ist, das Alter aller Tokens wieder auf Null zurücksetzt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Support. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Arbeit.